Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen. Dieser YouTuber, Fake-Krebserkrankung für Klicks und Geld. Uiuiuiuiui. Ja, so langsam wird das mit dem zweiten Teil. Welches Placement haben wir heute? Kann das sein? Ja, eigentlich sollte der auch kommen. Allerdings ist da so ein kleines Problemchen im Räumchen. Das Kalendervideo hat unangenehm lange zu produzieren gebraucht. Ja gut, ja bla bla bla. Das Video ist nicht gekommen, das brauche ich nur, damit das Placement erstmal kommt und dann das Video losgeht, was wir uns jetzt angucken. Mir haben bestimmt 50 Leute geschrieben, dass ich bitte ein Video zu dem YouTube-Kanal Iris Schwindlig machen soll. Iris Schwindlig ist vermeintlich ein junges Mädchen, das leider Gottes ihren Angst... Ach das, da hat schon irgendwer mal ein Video zu gemacht, ne? ...an Krebs erkrankt ist und das auch nicht überleben wird. Ich weiß, das ist ein hochsensibles Thema, gerade in dem heutigen Kontext, aber da müssen wir jetzt einfach mal durch. So lautete der Titel ihres ersten Videos: Ich sterbe bald an Krebs. Abschiedsvideo für meine Mama. Ja, Alter, sprechen. In der Beschreibung steht folgendes: Sobald 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Wiedergabezeit erreicht sind, kann ich die Monetarisierung einrichten. 50% dieses Einkommens dieses Kanals wird gemeinnützig gespendet, wie zum Beispiel an Krebshilfe, Kinderhospiz und andere wichtige Organisationen. Das hört sich ja erstmal nobel an und darauf werden wir auch nochmal gegen Ende des Videos auf jeden Fall zu sprechen kommen. Denn tatsächlich hat dieser Kanal die Monetarisierung... Ich kann nochmal ein bisschen lauter machen. So wurde mir das hier zum Beispiel angezeigt. Ich möchte nur mal kurz folgenden Vergleich ziehen. Es gibt dann auch noch YouTuber wie zum Beispiel, sagen wir einfach mal, DiskursTV. Der ist ziemlich klein, der gibt Geld aus und steckt sehr viel Mühe in sein Streaming und YouTube-Zeug. Dieser Kanal hat vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen die Monetarisierung freigeschalten. Nach wirklich Monaten Aufwand und nach Monaten Schweiß. Und dieser Kanal, Iris Schwindlig, hat das mal eben so durch diesen Unsinn, der da fabriziert wird, bekommen. Wir schauen einfach mal kurz in die ersten paar Sekunden des ersten Videos rein. Hallo Mama, hier ist deine kleine Prinzessin. Ich nehme dieses Video. Boah, das ist aber echt leise. Ich glaube, da hat irgendwer den Schnitt verkackt. Damit du immer meine Stimme hören kannst, wenn du traurig bist. Ja, dieses Geplärre zieht sich so ziemlich durch das ganze Video. Wie ihr euch sicherlich gedacht habt, ist das natürlich erstunken und erlogen. Und vielleicht kann sich der ein oder andere denken, wer die Person ist, die dahinter steckt. Natürlich niemand Geringeres als Dave Goldman. Der Typ, der damals dadurch bekannt geworden ist, mit seinem Müllaufheben-Kanal sämtliche Kommentarspalten voll zu bombardieren. Das waren noch Zeiten damals auf YouTube. Erinnert ihr euch noch daran oder wart ihr da noch nicht so in dem Game drin? Naja, jedenfalls geht es mir dieses Mal wirklich einfach eine Nummer zu weit. Ich hatte mich ja damals schon minutiös mit seiner Internetpersona auseinandergesetzt. So erstellte er im Laufe seiner schmuddeligen YouTube-Karriere einige Kanäle, über die ich sprach, wie zum Beispiel Montana Blog. Damals war mein Key-Talking-Point des Videos halt, yo, das ist ein nerviger Troll, der Leute auf YouTube absichtlich provoziert und anpöbelt. Oh, das Video kenne ich, aber er sagt mir so ein bisschen was, aber ich habe keine Ahnung, mehr, was der so macht. Einfach ignorieren oder nicht so sonderlich drüber reden. Ich habe mich sogar hinterher mit ihm persönlich darüber unterhalten und mal so ein wenig versucht, hinter die Fassade zu blicken. Sein Ziel war es im Endeffekt einfach nur Leute zu erneuern und zu schauen, wie die Allgemeinheit so auf seinen Rumgetrolle reagiert. Hat sich einfach einen Spaß aus diesen Reaktionen gemacht. Darüber konnte ich damals halt noch voll hinwegsehen, weil es ja, wie gesagt, einfach nur stumpfe Provokation war, ohne jemanden wirklich ernsthaft zu verletzen oder zu schaden. Dieses Schindludertreiben hat halt wirklich niemanden persönlich angegriffen, höchstens so ein paar Leute sauer gemacht. Man hat mal mit den Augen gerollt und einfach weitergescrollt, das war's halt. Dieses Mal sehe ich das Ganze aber ein wenig anders und ich erkläre euch auch gleich ganz genau, wieso. Es tut mir übrigens leid, dass ich relativ monoton und, schwach, kann man das schwach nennen, spreche, ne, ihr wisst, mir geht's nicht so dolle, hm? Naja, so viel sei auf jeden Fall zu ihm gesagt. Es ist nicht das erste Mal, dass Dave genau das abgezogen hat, diese Aktion mit dem Krebs. Was mich jetzt allerdings besonders stört, damit ist, dass der Approach dieses Kanals augenscheinlich nicht mehr der ist, stumpf zu polarisieren und Leute abzufacken, sondern wirklich einfach Klicks und Geld aus der Sache rauszuziehen. Geld verdienen mit einer gefakten Krebserkrankungsgeschichte. Das muss man wirklich erstmal sacken lassen. Der Kanal Iris Schwindlig folgt dem typischen Dave-Schema. Zuallererst ein Video machen, welches man noch für seriös halten könnte, wenn man vielleicht etwas jünger ist oder wahlweise auch der IQ mit der Außentemperatur wetteifert, wer jetzt gerade im Dezember die Oberhand hat. Ne? Das hört sich für dich, der hier zuhört, vielleicht ein wenig absurd an. Aber wenn man einen Blick in die Kommentare wirft, ist man erstaunt, wie viele von den 1700 Kommentarschreibern ihm voll auf den Leim gegangen sind. Klar, es ist Dave, man weiß nicht, wie viele Accounts letzten Endes jetzt von ihm sind, aber ein paar, die ich als Selbstbeweihräucherungsmaschinerie verdächtigt hatte, konnte ich im Endeffekt falsifizieren. Warum habe ich das jetzt eigentlich erzählt? Ich wollte ursprünglich darauf hinaus, dass der Kanal dem typischen Dave-Schema folgt, bis ich in den Goldmanschen Exkurs-Sermon verfallen bin. Tut mir leid. Zurück zum eigentlichen Punkt, bevor ich wieder abschweife und euch frage, ob ihr auch so ein unbehagliches Gefühl bekommt. Boah, ich weiß nicht, so, das ist halt auch wieder, also ich finde, man merkt halt jetzt gerade in den letzten Videos, habe ich so das Gefühl, dass er die Videos halt gerade eher auf schnell produziert. Connor Swag, danke für den Tier-1-Sub.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er die Videos auch schnell produziert, weil, guck mal, das Video geht jetzt 5 Minuten ungefähr. Also den Anfang lassen wir jetzt einfach mal weg, weil Placement und irgendwas labern. Das Video geht fast 5 Minuten und er hat wirklich bisher kaum Informationen gehabt. So, und das ist so in die Länge gezogen und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist doch gar nicht böse gemeint, ne, er hat ja auch gerade viele Placements, gönne ich ihm auch, so, dass er aber selber vielleicht nicht hinterherkommt, weil er hat ja auch gesagt, es geht ihm nicht gut, so, ne, dass er dann viele Placements annimmt, er muss diese Videos machen, so, und dann ist er da nicht so mit Herzblut, sag ich mal, dabei, sondern so, eher so auf schnell, so, ich muss jetzt halt fertig werden. Und das finde ich halt sehr schade, weil es zieht sich schon wieder so, ne, also ich sag mal, ich glaube, das Thema kannst du normalerweise jetzt schon fertig behandelt haben, so, und Er driftet die ganze Zeit auch so ab, zieht das so krass in die Länge so, ne? Das ist echt nervig einfach, ne? Die Stimme stört mich nicht mal, das ist mir egal so, ne? Aber so wirklich der Inhalt so, da wäre cool, wenn er wieder mal so dran arbeitet, dass es halt so ein bisschen komprimierter wird. Ne? Er kann ja trotzdem seine Jokes und so weiter machen, aber ich finde das, also das Video wirklich sehr anstrengend, obwohl ich das Thema sehr spannend finde. Wenn ihr hört, dass gerade ein Vagabundenstern namens Gliese 710 mit der 0,6-fachen Sonnenmasse auf unser Sonnensystem zurast. Ist noch 36 Lichtjahre weg. Ach, na gut, dann dauert das. Wann passiert das? Wahrscheinlich in 1,3 Millionen das Jahren. Irgendwann mit uns kollidieren wird. Das mit einer Geschwindigkeit von 14,3 Kilometern pro Sekunde. Das ist schnell. 10 hours later. Fliegt unsere Erde dann eigentlich aus dem Sonnensystem raus? Naja, wir werden... Nee, nicht in der Ortschen Wolke, ne? Das, ich habe dazu das Video von kurz gesagt gesehen. In 1,4 Millionen Jahren, wenn es soweit ist. Vielleicht bin ich dann in 1,4 Millionen Jahren auch mal soweit, euch dieses Dave-Schema genauer zu erläutern. Zuallererst macht er halt, wie bereits gesagt, ein Video, welches von einigen polierten Hagelköppen als real aufgefasst werden könnte. Also, Aline, ne, keine Sorge, du kannst die GoFundMe-Kampagne wieder schließen. Das ist auf jeden Fall Schritt 1 von Daves Plan. Schritt 2 ist, sich das zu Nutzen machen, dass negative Kommentare reinkommen, weil die ihm das nicht glauben, und gespieltes Heuli-Heuli zu veranstalten. Wie in diesem Kommentarvideo hier. Schritt 3 ist dann, angebliche Beweise anzukündigen. Woher ich das mal wieder kenne? Da wird gleich mit 7 Seiten rumgewedelt. Natürlich ködert das die Leute auch wieder an, Kommentare zu schreiben. Und das wiederum pusht ihn im Algorithmus. Man sieht es auch an den Klicks, konstant das 10-fache der Abonnentenzahl von ihm. Ich sag mal, wie es ist, ne? Das ist deutlich mehr und vor allem deutlich schneller, als ich in den Anfängen meines Kanals zusammenbekommen habe. Wer kann schon sagen, dass sein erstes Video aus dem Stegreif einfach 50.000 Aufrufe bekommt? Ja, gut, ja, safe, aber man muss natürlich dazu sagen, das ist dann halt mal 1-2 Videos oder so, die diese Reichweite haben, aber das ist halt nichts Längerfristiges, ne? Also, ich sag mal, ich könnte jetzt auch einen neuen Kanal machen und würde wahrscheinlich safe ein Video hinkriegen, was halt 100k hat mit so einer Scheiße. Aber wichtig ist ja, was hast du in einem Jahr? 2, 3, 4, 5, so, ne? Und ich sag mal, so ein Just Nero, der halt ein gesundes Kanalwachstum hat, der sich halt aufbaut, der halt lernt, vernünftige Videos zu machen, casht halt jetzt extrem ab, ne? Während zum Beispiel dieser Dave wird halt das nie haben, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Schritt 4 ist dann die Erzählung irgendwelcher Horrorgeschichten, die Dave angeblich passiert sein sollen, wie zum Beispiel hier, dass er Opfer wurde. In solchen Videos macht er sich dann auch ganz gerne mal über Themen lustig, wie zum Beispiel Ferge, ne? Teilweise auch von jungen Menschen. Irgendwann, wenn es wirklich niemanden mehr gibt, der diesen Schrott glaubt, dreht er dann komplett am Rad und haut dann so weirden Scheiß raus, dass man, das kann man sich nicht ausdenken. So, das ist dann dieser letzte Schrei nach einem Klick, weil danach geht halt gar nichts mehr. Von Videos, wie das ein bestimmter Politiker, der vor grob 90 Jahren mal regiert hat, wieder lebt, oder der Kampf von Dave gegen irgendwelche Urzeitmonster, also so wirklich komplett absurder Unsinn. Sobald der Damm gebrochen ist, dreht er halt einfach komplett frei und macht es offensichtlich, dass alles eine Rumgetrolle ist. Das wiederum provoziert die Leute halt einfach. Mein großes Problem dabei ist der Anfangsapproach. Leute dazu zu bringen, ihm zu glauben. Wie gesagt, hat mich das bei dem ursprünglichen Getrolle und Gepöbel von Dave nicht großartig gestört. Deswegen war mein damaliges Video auch eher laissez-faire Natur. Aber bei dem Ding jetzt, da hört es auch bei mir wirklich komplett auf. Wie auch der Top-Kommentar unter seinem ersten Video beschreibt, gibt es unzählige Menschen, die Familie, Freunde oder Partner an Krebs verloren haben. Und das vielleicht sogar ganz aktuell, und dabei könnten potenziell Wunden aufgerissen werden. Ich selber habe 7 Menschen aus meiner Familie im Laufe meines Lebens an Krebs verloren. Dieser schindludrige Umgang mit dem Thema ist ekelhaft und respektlos. Safe, das und ich glaube, ich spreche wirklich für jeden, der damit irgendwie Berührungspunkte hatte, dass du dich einfach löschen sollst, okay? Und das ist noch nicht mal das, was mich am meisten stört. Es ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, dass er damit auch noch Geld verdient und die Inhalte monetarisiert. Ja, vor allem, ich verstehe aber auch gar nicht, also der wird damit aber auch nicht Geld, viel Geld machen, ne? Wenn man mal so guckt, okay, das 50.000 Aufrufen-Video, gut, das war wahrscheinlich am Anfang nicht monetarisiert. Jetzt hat er so ein paar Videos, die so 1.000 Klicks haben, das sind vielleicht 2-3 Euro, also es rentiert sich ja auch nicht mal, so einen Content zu machen. Aber ey, ich monetarisiere das ja auch, deshalb geht die Hälfte der Einnahmen an die DKMS. Ich poste die Einnahmen dieses Videos hier dann auf Instagram und auch einen Beleg der Spende. Sollte ich das nicht genau in einer Woche erledigt haben, bitte ich darum, mich nochmal darauf aufmerksam zu machen. Mein Gedächtnis ist halt einfach ein verdammtes Sieb. Die andere Hälfte wird übrigens sehr wahrscheinlich an denjenigen gehen, der mich hier beim Schnitt des Videos unterstützen wird. Ja, ich hab so ein doofes Gedächtnis, jetzt habe ich ganz vergessen, das Geld zu spenden. Oh. Grüße gehen raus, Spaß. An Christoph, ne? Jetzt gibt es noch eine Sache anzumerken. Unter dem ersten Video sowie unter allen anderen findet sich halt, wie gesagt, diese Beschreibung. Die verlautbaren lässt, dass die Hälfte der Einnahmen von seinem Kanal an eine Krebshilfe, ein Kinderhospiz oder irgendeine andere wichtige Organisation geht.
Das wäre ein guter Move, allerdings macht es diesen ekelhaften Unsinn nicht wett. So, versteht mich nicht falsch. Die Höhe wäre es jetzt aber noch, wenn er nicht mal das tun würde. Deswegen, Dave, wir hatten ja mal Kontakt, du weißt, wie du mich erreichen kannst. Ich möchte sehen, dass du die Hälfte davon gespendet hast. Egal, was für ein Betrag dabei rumgekommen ist. Schick mir einen Beweis für deine Spende und ich verdopple diesen Betrag nochmal und spende ihn zusätzlich an dieselbe Organisation wie du. So kann man aus dieser Shitshow, letzten Endes, ne, wieder in etwas Gutes verwandeln. Solltest du das nicht machen, lieber Dave, solltest du nichts davon spenden, haben wir zwei ein Problem miteinander. Ich möchte dich übrigens nochmal daran erinnern, dass ich dir damals den Arsch gerettet habe. Zu eurer Info, Dave hat auf mein ursprüngliches Video von vor ein paar Jahren über ihn geantwortet und wirklich haarsträubende Lügen über mich verbreitet. Ne? Ich weiß nicht mehr, was es genau war. Allerdings war das zu 100%ig strafrechtlich relevant und zwar so sehr, dass mein Manager dieses Video gesehen hat und schon einen Anwalt konsultierte, nur um eine Abmahnung fertig zu machen. Da habe ich allerdings gesagt, yo, lass mal bleiben, der trollt halt nur dumm rum, deswegen braucht man jetzt nicht so einen Aufriss machen. Ja, deswegen, gut, da kommt wahrscheinlich halt nichts mehr. Ja, ich weiß nicht. Das ist so wirklich das erste Video von Jasnero, wo ich wirklich sage, hat mich gar nicht abgeholt. Also wirklich gar nicht. Finde ich sehr, sehr schade. Werde ihn nachher mal schreiben, ob irgendwie alles gut ist oder so, ob man ihm irgendwie helfen kann. Weil, also weiß ich, das Video fand ich wirklich sehr, sehr anstrengend. Kommt ja trotzdem gut an, ne? Von daher alles gut. Ich finde es trotzdem schade, ne? Weil die, also ne, das Video feiert man natürlich trotzdem so, ne? Aber mit solchen Videos machst du dir, glaube ich, langfristig halt wirklich auch viele Zuschauer halt kaputt, weil ich denke, es gibt auch viele, die dann sagen werden, so, ja, weiß ich nicht, ne, ist halt dann langweilig, ne, so am Anfang ist man vielleicht im Hype, die Leute bleiben dran, die Leute müssen weiter dranbleiben, so, ne, so von Kaiser zum Beispiel, so, der macht viele Jokes und so weiter rein, das muss ja Jasnero nicht mehr machen, aber hier war es wirklich sehr krass aus in die Länge gezogen. Also, ich habe tatsächlich auch nicht mal unbedingt das Gefühl, dass es daran liegt, dass es ihm schlecht geht, so, weil inhaltlich, wenn nur der Inhalt, wo es um den Kanal ging, war gut. Das hat er gut zusammengetragen, Digga. Ne? Klar, man hätte jetzt vielleicht hier und da nochmal was zeigen können oder so, was jetzt da in den Videos los ist oder so, aber gut. Na, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er einfach keine Themen hat momentan. So. Also ich glaube, dass er einfach Sachen machen möchte, die nicht so aufwendig sind, weil es ihm vielleicht nicht so gut geht. Muss aber trotzdem halt eine gewisse Videolänge haben, auch weil da ein Placement drin ist und dann kommt es wahrscheinlich doof, wenn das Video 8 Minuten geht und 2 Minuten sind Placement und so. Und deswegen ist das dann halt so ein Video. Das finde ich sehr, sehr schade, ne? Aber sonst sind die Videos von Jasnero sehr geil. Also auch wenn ihr es auf QNF Uncut seht, nicht falsch verstehen. Also ich reagiere nicht auf die Videos, weil ich sie nicht gut finde. Totales Differential, Digga. Stufe 13. Vielen lieben Dank. Absolute Ehre. Danke sehr. So, ich finde die Videos trotzdem geil, aber das hat mich leider tatsächlich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ne? Weil dieses Adventskalender-Video zum Beispiel fand ich gut. Aber da war auch Kaiser drin. Kein Front, aber ne, war nice. Dankeschön.